Was heißt Denken? Wir gelangen in das, was Denken heißt, wenn wir selber denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen. Sobald wir uns auf das Lernen einlassen, haben wir auch schon zugestanden, dass wir das Denken noch nicht vermögen. Aber der Mensch gilt doch als jenes Wesen, das denken kann. Er gilt dafür mit Recht. Denn der Mensch ist das vernünftige Lebewesen. Die Vernunft aber, die Ratio, entfaltet sich im Denken. Als das vernünftige Lebewesen muss der Mensch denken können, wenn er nur will. Doch vielleicht will der Mensch denken und kann es doch nicht. Am Ende will er bei diesem Denken wollen zu viel und kann deshalb zu wenig. Der Mensch kann denken, insofern er die Möglichkeit dazu hat. Allein dieses Mögliche verbürgt uns noch nicht, dass wir es vermögen. Denn etwas vermögen heißt, etwas nach seinem Wesen bei uns einlassen, inständig diesen Einlass hüten. Doch wir vermögen nur solches, was wir mögen, solches, dem wir zugetan sind, indem wir es zulassen. Wahrhaft mögen wir nur jenes, was je zuvor von sich aus uns mag, und zwar uns in unserem Wesen, indem es sich diesem zuneigt. Durch diese Zuneigung ist unser Wesen in den Anspruch genommen. Die Zuneigung ist Zuspruch. Der Zuspruch spricht uns auf unser Wesen an, ruft uns ins Wesen hervor und hält uns so in Wien. Halten heißt eigentlich hüten. Was uns im Wesen hält, hält uns jedoch nur so lang, als wir von uns her das uns Haltende selber behalten. Wir behalten es, wenn wir es nicht aus dem Gedächtnis lassen. Das Gedächtnis ist die Versammlung des Denkens. Worauf? Auf das, was uns im Wesen hält, insofern es zugleich bei uns bedacht ist. Inwiefern muss das uns halt nur bedacht sein? Insofern es von Haus aus das zu bedenken ist. Wird es bedacht, dann wird es mit Andenken beschenkt. Wir bringen ihm das Andenken entgegen, weil wir es als den Zuspruch unseres Wesens mögen. Nur wenn wir das mögen, was in sich das zu Bedenkende ist, vermögen wir das Denken. Damit wir in dieses Vermögen gelangen, müssen wir an unserem Teil das Denken lernen. Was ist Lernen? Der Mensch lernt, insofern er sein Tun und Lassen zu dem in die Entsprechung bringt, was ihm jeweils an Wesenhaftem zugesprochen wird. Das Denken
lernen wir, indem wir auf das achten, was es zu bedenken gibt. Unsere Sprache. Das, was in sich das zu Bedenkende ist, das Bedenkliche. Alles Bedenkliche gibt zu denken. Aber es gibt diese Gabe immer nur insoweit, als das Bedenkliche schon von sich her das zu Bedenkende ist. Wir nennen darum jetzt und in der Folge dasjenige, was stets, weil einst wäre, was allem voraus und so einst hin zu denken gibt, das Bedenkliche. Was ist das Bedenkliche? Woran zeigt es sich? In unserer bedenklichen Zeit. Das Bedenklichste zeigt sich daran, dass wir noch nicht denken. Immer noch nicht. Obgleich der Weltzustand fortgesetzt bedenklicher wird. Dieser Vorgang scheint freilich eher zu fordern, dass der Mensch handelt, statt in Konferenzen und auf Kongressen zu reden und dabei sich im bloßen Vorstellen dessen zu bewegen, was sein sollte und wie es gemacht werden müsste. Demnach fehlt es am Handeln und keineswegs am Denken. Und dennoch, vielleicht hat der bisherige Mensch seit Jahrhunderten bereits zu viel gehandelt und zu wenig gedacht. Aber wie kann heute jemand behaupten, dass wir noch nicht denken, wo doch überall das Interesse für die Philosophie rege ist und immer geschäftiger wird, sodass jedermann wissen will, was es denn mit der Philosophie auf sich hat. Die Philosophen sind die Denker. So heißen sie, weil das Denken sich vornehmlich in der Philosophie abspielt. Niemand wird leugnen, dass heute ein Interesse für die Philosophie besteht. Doch gibt es heute noch etwas, wofür der Mensch sich nicht interessiert, in der Weise nämlich, wie der heutige Mensch das Interessieren versteht. Interesse heißt unter und zwischen den Sachen sein, mitten in einer Sache stehen und bei ihr ausharren. Allein für das heutige Interesse gilt nur das Interessante. Das ist solches, was erlaubt, im nächsten Augenblick schon gleichgültig zu sein und durch anderes abgelöst zu werden, was einen dann ebenso wenig angeht wie das Vorige. Man meint heute oft, etwas sei dadurch besonders gewürdigt, dass man es interessant findet. In Wahrheit hat man durch dieses Urteil das Interessante zum Gleichgültigen hinabgewürdigt und in das alsbald Langweilige weggeschoben. Dass man ein Interesse für die Philosophie zeigt, bezeugt keineswegs schon eine Bereitschaft zum Denken. Selbst die Tatsache, dass wir uns Jahre hindurch mit den Abhandlungen und Schriften der großen Denker eindringlich abgeben, leistet noch nicht die Gewähr, dass wir denken.
oder auch nur bereit sind, das Denken zu lernen. Die Beschäftigung mit der Philosophie kann uns sogar am hartnäckigsten den Anschein vorwerfen, dass wir denken, weil wir doch philosophieren. Was heißt Denken? Wir gelangen in das, was Denken heißt, wenn wir selber denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen. Sobald wir uns auf das Lernen einlassen, haben wir auch schon zugestanden, dass wir das Denken noch nicht vermögen. Aber der Mensch gilt doch als jenes Wesen, das Denken kann. Er gilt dafür mit Recht. Denn der Mensch ist das vernünftige Lebewesen. Die Vernunft aber, die Ratio, entfaltet sich im Denken. Als das vernünftige Lebewesen muss der Mensch denken können, wenn er nur will. Doch vielleicht will der Mensch denken und kann es doch. Am Ende will er bei diesem Denken wollen zu viel. Deshalb zu denken. Der Mensch kann denken, insofern er die Möglichkeit dazu hat. Allein dieses Mögliche verbirgt uns noch nicht, dass wir es vermögen. Nur wenn wir das mögen, was in sich das zu bedenken ist, vermögen wir das Denken. Damit wir in dieses Vermögen gelangen, müssen wir an unserem Teil das Denken lernen. Was ist Lernen? Der Mensch lernt, insofern er sein Tun und Lassen zu dem in die Entsprechung bringt, was ihm jeweils an Wesenhaften zugesprochen wird. Das Denken lernen wir, indem wir auf das achten, was es zu bedenken gibt. Unsere Sprache. Es ist das, was in sich das zu bedenken, das bedenken. Alles Bedenkliche gibt zu denken. Aber es gibt diese Gabe immer nur insoweit, als das Bedenkliche schon von sich her das zu Bedenkende ist. Wir nennen darum jetzt und in der Folge dasjenige, was stets, weil einst her, was allem voraus und so einst hin zu denken gibt, das Bedenklichste. Was ist das Bedenklichste? Woran zeigt es sich in unserer bedenklichen Zeit? Das Bedenklichste zeigt sich daran, dass wir noch nicht denken. Immer noch nicht, obgleich der Weltzustand fortgesetzt bedenklich wird. Dieser Vorgang scheint freilich eher zu fordern, dass der Mensch handelt, statt in Konferenzen und auf Kongressen zu reden und dabei sich in bloßen Vorstellungen dessen zu bewegen, was sein sollte und wie es gemacht werden müsste. Demnach fehlt es an Handeln und keineswegs an Denken. Und dennoch, vielleicht hat der bisherige Mensch
seit Jahrhunderten bereits zu viel gehandelt und zu wenig gedacht. Aber wie kann heute jemand behaupten, dass wir noch nicht denken? Wodurch überall das Interesse für die Philosophie rege ist und immer geschäftiger wird, sodass jedermann wissen will, was es denn mit der Philosophie auf sich hat. Die Philosophen reden wie Denker. So heißen sie, weil das Denken sich vornehmlich in der Philosophie abspielt. Niemand wird glauben, dass heute ein Interesse für die Philosophie besteht. Doch gibt es heute noch etwas, wofür der Mensch sich nicht interessiert. In der Weise nämlich, wie der heutige Mensch das Interessieren versteht. Interesse heißt unter und zwischen den Sachen sein, mitten in einer Sache stehen und bei ihr ausharren. Allein für das heutige Interesse gilt nur das Interessante. Das ist solches, was erlaubt, im nächsten Augenblick schon gleichgültig zu sein und durch anderes abgelöst zu werden, was einen dann ebenso wenig angeht wie das Vorige. Man meint heute oft, etwas sei dadurch besonders gewürdigt, dass man es interessant findet. In Wahrheit hat man durch dieses Urteil das Interessante zum Gleichgültigen hinabgewürdigt und in das alsbald Langweilige weggeschoben. Dass man ein Interesse für die Philosophie zeigt, bezeugt keineswegs schon eine Bereitschaft zum Denken. Selbst die Tatsache, dass wir uns Jahre hindurch mit den Abhandlungen und Schriften der großen Denker eindringlich abgeben, leistet noch nicht die Gewähr, dass wir denken oder auch nur bereit sind, das Denken zu lernen. Die Beschäftigung mit der Philosophie kann uns sogar am Handwerk den Anschein vorwerfen, dass wir denken, weil wir doch philosophieren.